das Leid. Die ganz Schicksal sehe die von Franke da. Die selber gasch mich jedes Jahr. Lauter gutes Chores. Ja. Als ich, wie ich aber da reingelaufen bin, war da draußen ein Security-Mann gestanden mit so einem großen Hund. Und wie der Hund mich gesehen hat, ist dem schon die Späße jetzt aus dem Maul gelaufen. Hab ich gesagt, tun Sie den Hund da weg, der will mich beißen. Und hat er gesagt, keine Angst, so alte Knochen frisst er nicht. So alte Knochen frisst er nicht. Immerhin bin ich die letzte Überlebende aus Hesters Krabbelgruppe. Und wenn man mal so 110 Jahre alt ist, wird man ganz krumm angeguckt, wenn man sich mal ein Langspielblatt holen will. Meine Freundinnen sind ja genauso alt wie ich. Die Lisbeth sagt immer, bei uns sterben nicht mehr Alte, bei uns sterben die Pfleger. Ne? Ja. Ja, sieh, grad neulich hat ein Pfarrer über die Straße gebrillt vor den Baumann, bald ist Himmelfahrtstag. Ich sag, ich fahr noch nicht mit. Und er gesagt, das sind die Richtigen. Beim Himmelfahrtstag der Schwanz heute ziehen, aber bei Maria Empfängnis in der ersten Reihe. Okay. Ja. 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 Sie, die Greta ist ja die jüngste von uns. Ja, die ist erst 95. Ja. Die ist Kettenraucherin. Ja. Hat aber jetzt aufgehört. Zu rachen, von heute auf morgen. Ja, ja, die hat Angst gekriegt, weil der Helmut Schmidt laut 96 geworden ist. Ne? Ja. Und hat sie zu mir gesagt, was kann ich denn machen, dass ich mal so alt bin wie du? Hab ich gesagt, Greta, da musst du laufen. Wir Menschen sind Lauftiere. Und dein Fernsehsessel gehört nicht zu unseren Fortbewegungsmitteln. Sie seit der Zeit lebt, die lebt und lebt und lebt. Ja, hat nur einen Nachteil. Kein Mensch weiß mehr, wo sie ist. Ne? Ja. Ja. Sie, die Lisbeth, hat mich ja mit ihrem Auto hergefahren. Ne? Die hat ja mit 110 noch den Führerschein. Naja, die fährt schon ein bisschen unsicher. Ne? Wie soll ich ihre Fahrkünste beschreiben? Also, die hat ihren Airbag in letzter Zeit öfter gesehen wie ein Wellensittich. Ne? Ja. Ja, die Lisbeth hört doch so schlecht. Dort vier sieht sie nicht mehr gut. Ne? Und wenn die nachts Auto fährt, fährt die immer ganz pept in einem Vorgänger und orientiert sich an dem seine Rücklichter. Plötzlich hat er eine Vollbremsung gemacht und die Lisbeth voll hinten drauf. Ist er schon mal ausgestiegen, hat den so Schneck gemacht, was ihm einfallen tut, einfach so abrupt zu bremsen. Und hat er gesagt, gut, die Frau, ich werde doch wohl noch in meine Garage fahren. Ja. Na, sie? Normal fährt die Lisbeth ja immer ganz langsam, ne? So mit 20 Stundenkilometer. Auf der Autobahn. Auf der linken Seite. Ja, ihr Vater war Holländer, ne? Ja. Na, sie, letztes Mal gefahren, kam plötzlich im Radio eine Staumeldung zwischen Ludwigshafen und Bad Dürkheim, 16 Kilometer Stau. Oh, hat sie zu mir gesagt, hast du das gehört? Ich habe mir geklickt, dass wir ganz vorne sind. Ja. Ja.
Assi? Manchmal fährt es aber auch schnell, ne? Wie wir eben da hergefahren sind, ist die mit 150 Sachen durchs Frankental gefahren. Sagt Lisbeth, was rast denn so? Da hat sie gesagt, ich muss mich beeilen, dass wir ankommen, bevor ich vergesse, wo wir hin wollten. Dann sind wir noch in der Polizeikontrolle gekommen. Nur die Lisbeth ihr Fenster runtergeleiert, hat den Polizist von oben bis unten angeguckt und hat gesagt, ich sag's Ihnen gleich, ich bin die Lisbeth, neben mir hat's Fräulein Baumann, wir sind beide über 100, fahren auf die Fastnacht, haben schon ordentlich angebischelt und Sie können ruhig einmal arg zudrücken. Nur der Polizist reu geguckt und hat gesagt, aller gut, fahren Sie weiter. Nach 30 Metern war schon wieder Polizeikontrolle. Die Lisbeth hat runtergeleiert, hat den Polizist von oben bis unten angeguckt und gesagt, ich sag's Ihnen gleich, ich bin die Lisbeth, neben mir hat's Fräulein Baumann. Wir sind beide über 100, fahren auf die Fastnacht, haben schon ordentlich angebischelt und Sie können ruhig einmal arg zudrücken. Ja, der Reu geguckt und gesagt, aller gut, fahren Sie weiter. Nach 30 Metern war schon wieder Polizeikontrolle. Huch, hat die Lisbeth gesagt, heute kontrollieren Sie aber. Hat sie runtergeleiert, hat der Polizist reu geguckt und gesagt, ich weiß schon Bescheid, Sie sind die Lisbeth, neben Ihnen sitzt das Fräulein Baumann. Aber könnte sie jetzt bitte mal aus dem Kreisel fahren? Hat die Lisbeth sogar gesagt, sie will jetzt noch den Busführerschein machen. Ich sag, Lisbeth, mit 110 den Busführerschein, wie kommst du auf die Idee? Sag, sag, mich hat wieder ein Polizist angehalten und der hat gesagt, an ihrer Stelle die dich Bus fahren. Assi? Und die Hermine, die ist genauso alt wie mir, aber die können wir nicht mehr so mitnehmen. Ne? Die ist schon ein bisschen durch den Wind. Ne? Letzt habe ich zu ihr gesagt, hast du schon gehört, die Adele wird nicht am Montag beerdigt, sondern erst am Freitag. Und hat sie gesagt, geht's ihr wieder besser? Jetzt haben wir die Hermine vom Kaffeegrenzel heimgefahren. Die Lisbeth ist gefahren, die Hermine saß auf dem Beifahrersitz. Ich war hinten im Vorne. Auf einmal fängt die Hermine an, sich auszuziehen. Hermine, habe ich gesagt, was schaffst denn du da? Hat sie gesagt, ich bin doch schon daheim. Na, habe ich gesagt, wir sind ja noch bei der Lisbeth im Auto. Und hat sie gesagt, hättest du es ein bisschen früher sagen können? Jetzt habe ich schon mal Schuh vor die Tür gestellt. Assi? Und seit die Hermine so ein bisschen durch den Wind ist, haben wir sie zum Psychiater geschickt. Sie, ich hab ja nichts gegen Psychiater. Aber ist klar, wenn sie den ganzen Tag mit so Leid zu tun haben, das färbt ab. Und seit die bei dem Psychiater ist, kann ich mit der keinen Kaffee mehr trinken. Sie, die trinkt die Tasse leer, zerscheppert die Tasse auf den Tisch, isst die Scheibe und der Henkel lässt sie liegen. Habe ich die Lisbeth angerufen, gesagt, so hast du in letzter Zeit mal mit der Hermine Kaffee getrunken. Sagt, mit der kann ich keinen Kaffee mehr trinken. Die trinkt die Tasse leer, zerscheppert die Tasse auf den Tisch, frisst die Scheibe und der Henkel lässt sie liegen. Ich habe gesagt, das macht die Seite bei dem Psychiater. Was, ich gehe jetzt hin fragen. Bin ich hier, gesagt, sie seid die Hermine bei Ihnen. Jetzt können wir mit der keinen Kaffee mehr trinken.
Die trinkt die Tasse leer, zerschippert die Tasse auf den Tisch, frischt die Scheibe und der Henkel lässt sie liegen. Jetzt freut sie als Fachmann, ist das noch normal? Na, hat er gesagt, das ist nicht normal, wo doch der Henkel das Beste ist. Ahoi! Liebe Freunde, liebe Freunde der Fasnacht, unser Fräulein Baumann, der Apotheker Dr. Markus Weber von der Weinheimer Blüte. Stehende Ovulation, ne? Ah, Sie? Gerade wenn wir so angerufen, wir müssen umdrehen, wir waren schon fast daheim. Ja, die Lisbeth dreht um die und rumgedreht, zwar zwei Einbahnstraße, aber das mischt nichts. Haben wir gleich die Hermine angerufen, dass es später wird? Die Hermine ist ja jetzt im betreuten Wohnen. Also für euch junge betreutes Wohnen ist Gefängnis für Senioren mit Freigang. Letzt hat sie gesagt, sie will nicht mehr haben, bei ihr spuckt's. Hab ich gesagt, wieso spuckt's bei dir? Ich dachte, stell dir mal vor, ich hab meinen Hering gekauft, hab ihn oben auf die Fensterbank gelegt und wie ich morgens geguckt hab, war er fort. Hab ich gesagt, denn wer die Katz geholt habe. Na, hat sie gesagt, oben war er wieder da. Und morgens ist er fort. Hab ich gesagt, das muss ich selbst erleben, ich schlafe mal ein paar Tage bei dir. Sieh, tatsächlich, oben lag der Hering auf der Fensterbank. Morgens war er fort. Und oben war er wieder da. Bis ich gemerkt habe, dass der Fisch am Rollade hängt. Ja, ja. Merci. Letzt hatte die Lisbeth und ich schon mit ihrem Käfer einen Motorschaden. Mitten in der Nacht sind wir auf der Brücke liegen geblieben, der Keilriemen gerissen. Sind wir ausgestiegen, ich sag mal, Lisbeth, wo sind wir denn überhaupt? Hat sie gesagt, das war sie schon nicht. Dann haben wir die Brücke nun geguckt, haben wir gesagt, sag mal, ist das jetzt der Roy oder ist das schon der Neger? Hat sie gesagt, das war sie schon nicht, weißt was, ich krabbel mal nun und guck. Wissen, wie er raufgekommen ist? Ach Gott, hat die ausgesehen. Keine Schuhe mehr aus, Kleid verrissen, die Haare auf. Das ist nicht der Reus, das ist nicht der Neger, das ist die A5. Ja, sieh! Und seit der Zeit nehme ich immer mein Ladenschen mit, wenn ich nachts mit der Lisbeth unterwegs bin. Und das hat uns schon gute Dienste erwiesen. Denn heilig hat die Lisbeth ihr Gebiss verloren. Naja, die ist gestolpert, ist das Gebiss in der Gulli gefallen. Sie wollte sich neue Zeh machen lassen. Ich sag, das brauchst doch nicht lang, doch neu holt's wieder raus. Hat sie gesagt, wie sieht denn das aus, wenn ich am helllichten Tag in dem Gulli rum will? Ich sag, weißt du was, wir warten, bis es dunkel ist, ich nehme mal Ladensche mit, ist leichter und dann kannst du neu lange kannst's rausholen. Sie ist schwer geleicht und die hat gewielt und gewielt und gewielt. Ich sagte, hast jetzt Ball! Und sie gesagt, ich hab schon drei Jahre gehabt, meins ist nicht dabei. Ja, sie? Sie sehen nicht immer aus wie heute. Nee. Früher habe ich mich ja nur gepudert. Heute nehme ich so eine Ausfugmasse. Die hat einmal den Fliesenleger bei mir liegen lassen.
Und wie ich gestern Morgen aufgestanden bin, um 6 Uhr, war ich im Bad gestanden, barfuß im Nachthemd, die Ohren nicht gemacht, keine Zähne gekocht. Auf einmal habe ich mein Auto gehört. Ach Gott, ich muss da aus dem Kopf geschossen. Ich hab ja ganz vergessen, mein Müllhammer auszustellen. Ich, so wie ich war, rausgerannt, den Müllwagen hinterher, hab gekriegt, langs doch, ja, und er gesagt, springen Sie grad hinein. Ahoi! Ja, Fräulein Baumann. Stelle brauchen wir sie nicht mehr. Aber liebes Fräulein Baumann, ich werde jetzt zu Ihrem Blumenstrauß noch 2 Austern dazustecken. Ist das in Ordnung? Nehmen Sie lieber ein paar Austern, ja. Achso, jetzt habe ich es wieder mit der Kinderkrankheit verwechselt. Ja. Gut, aber Sie kriegen jetzt noch einen ganz tollen Ausmarsch, Fräulein Baumann. Und herzlichen Dank, dass Sie noch mal bei uns waren. Ausmarsch für Fräulein Baumann. Tschüss. Dass man eine Frau meines Alters zu dieser Zeit noch auf die Bühne schickt. Das Alter ist ja schon beschwerlich und es wird immer beschwerlicher. Gerade vorhin habe ich zum Präsidenten hin gesagt, wäre es nicht schön, wenn man bei uns Menschen ab einem gewissen Alter irgendwann einmal den Motor austauschen könnte. Und hat er gesagt, Fräulein Baumann, ich wäre schon mit einer neuen Stoßstange zufrieden. Ja, man kommt ja so langsam mit das Alter der Ersatzteile. Ne? Ja, die Lisbeth hört ja schlecht. Letztes war sie beim Arzt im Wartezimmer geguckt, ist die Sprechstunde hilfgekommen, hat gesagt, Frau Lisbeth, die Sprechstunde fällt heute aus. Lisbeth hat gar nicht reagiert. Hat sie es ein bisschen lauter gesagt, Frau Lisbeth, die Sprechstunde fällt heute aus. Lisbeth hat gar nicht reagiert. Am Schluss haben sie die 3 Sprechstunden Hilfe im Chor gesagt. Die hat gar nicht reagiert. Am Schluss haben sie das auf den Zettel geschrieben und vor die Nase gehalten. Huch, hat sie gesagt, Fräuleinchen, ich hab mal Brille nicht dabei, können Sie mal so mal vorlesen. Ja. Aber jetzt hat sie ein neues Hörgerät. Hab ich gesagt, taugt das jetzt was? Hat sie gesagt, und ob, ich hab schon 3-mal das Testament geändert. Ja. Naja, wir Alten über 100 sind ja schon ein Problem. Ne? Wir Alte sind ja mittlerweile in der Mehrheit. Aber nicht, weil wir Alte zu viel sind, nur die Jungen vermehren sich nicht. Also in Afrika gibt's einen Volksstamm, die packen alle über 100 in ein Boot. Fahren so auf eine einsame Insel, wo sie bleiben, bis sie sterben. Die Bundesregierung hat ja das mit Mallorca approbiert. Ne? Ja. Aber der Neckermann holt uns jeden Samstag wieder ab. Ne? Ja, wir sind schon ein politisches Problem, deswegen hat ja jetzt unser neuer Finanzminister hat uns jetzt zu Weihnachten Bücher geschenkt, uns über 100-Jährige. Ja, in Deutschland werden immer Bücher geschenkt. Meine Mutter hat zur Hochzeit noch die Bibel gekriegt. Die Lisbeth hat zur Hochzeit meinen Kampf gekriegt. Und jetzt kriegen wir alle über 100 wieder Bücher. 100 wollt ihr ewig leben. Ja. Und unser Verkehrsminister hat jetzt ein neues Gesetz erlassen. Wir Alte über 100 dürfen ab April bei Rot über die Ampel. Und ab Mai müssen wir.
Und die AOK hat mich jetzt eingeladen zum Seniorenturnen. Bungee Jumping. Ohne Seil. Ja. Ja klar, muss ich die Wirtschaft umstellen, wenn es immer mehr Alte gibt. Ne? Und so einer ist jetzt 94, die will noch einmal heiern. Ist er zum Apotheker gegangen, hat sie gesagt, haben Sie Kugidenz? Sagt er, selbstverständlich. Haben Sie AG-Hilfe und Nachtstuhl? Selbstverständlich. Haben Sie Apotenzmittel und Stützstrümpf? Sagt er, selbstverständlich. Und haben Sie auch Windelhose? Sagt er, ja, warum fror sie dann? Sagt sie, sie ist heuer in 14 Tagen, steht gern bei Ihnen, mein Hochzeitstisch mache. Ja. Jetzt gehe ich mit meinem Laternchen aber langsam heim. Wie ich vorhin da draußen am Busbahnhof war, da war eine Frage. Stand, die war ganz aufgeregt. Habe ich gesagt, was haben Sie dann? Sagt sie, ich suche meinen Mann. Der wollte sich bloß Zigarette holen. Jetzt ist er schon 5 Stunden fort. Ach, habe ich gesagt, da helfe ich Ihnen suchen. Hat er irgendwelche besonderen körperlichen Merkmale? Na, hat sie gesagt, die kriegt er erst, wenn er wieder daheim ist. Ahoi! Bitte nicht mehr anrufen und keine E-Mails mehr. Vorstellen brauchst du nicht mehr. Dr. Markus Weber von der Weinheimer Blüte. Und aller gute Dinge sind 3. Jetzt gibt's den 3. Ausmarsch. Okay, danke. Bitte. Ja. Und tschüss.